im Film Hidden geht es um die Stadt Kiruna in Schweden. Das ist die nördlichste Stadt in Schweden. Und dort gibt es ein Bergwerk, das die Stadt unterhüllt. Und die Leute müssen in 5 Jahren die Stadt räumen. Es war eine sehr interessante Thematik. Es war eine sehr schöne Atmosphäre. Es war immer alles sehr verschneit und irgendwie hat es ein bisschen zur melancholischen Stimmung allgemein in dem Film gepasst. Und es waren sehr schöne Aufnahmen dabei. Das war jetzt auch das Einzige, was ich im Film abgewinnen konnte. Ja, das war das Spannende daran, dass die Problematik nicht offen gezeigt wurde. Man konnte quasi von außen sehen, wie die Menschen kaputt gemacht wurden. Aus der Perspektive von 4 unterschiedlichen Personen zeigt. Und das Einzige, was sie wirklich verbindet, ist, dass sie in dieser Stadt leben und mit der gleichen Problematik zu kämpfen haben. Jag ska leva, fatta! Jeder ist mit einer anderen Auffassung aus diesem Film gegangen, weil niemand wirklich wusste, was jetzt eigentlich Sache war. Und genau deswegen gab es für mich einfach keine klare Botschaft. Und das war für mich einfach das Problem in dem Film. Es gab irgendwie 1000 mögliche Botschaften, aber keine richtigen. Man war zum einen an den Charakteren relativ nah dran mit der Kameraführung und gleichzeitig hat man immer wieder dieses große ganze Bild gesehen. Das hat wunderschöne Landschaftsaufnahmen, die auch zeigen, wie krass die Zerstörung ist. Pseudo-philosophischer Berlinale Film mit schöner Atmosphäre. Atmosphärischer Film mit viel Gesellschaftskritik. Der Film fordert den Zuschauer arg, aber auch im Positiven, dass man sich mehr Gedanken über den Klimaschutz macht und über das Zusammenleben in der Natur und mit der Natur. Das hätte man durchaus rein interpretieren können, wie so viele andere Sachen.